In der Wüste gibt es keine Tannenbäume. Eine alte Proviantkiste muss hier den Weihnachtsbaum ersetzen. Aus Konservenbüchsen werden silberne Sterne. Auch unsere Unterseeboote, die bis weit im Süden des Äquators operieren, bekommen ihren Weihnachtsgruß. Die Kameraden, die Öl und Proviant heranbringen, haben auch die Weihnachtsgeschenke mitgebracht. Und hier Festvorbereitungen im Norden der Ostfront. An der Lapplandfront. Der Backofen ist aus einem alten Benzinfass gebaut. Wie bei Muttern. Aufstieg zu den Gletscherstellungen im Hochkaukasus. Tannenbaum und Weihnachtspost werden in dieser Bergeinsamkeit mit besonderer Sehnsucht erwartet. Jede freie Stunde wird gebastelt. Überall gehen jetzt die Gedanken in die Heimat. Der Friseur hat in diesen Tagen viel zu tun. Urlaubsschein, das schönste Weihnachtsgeschenk. Spielzeug für die Kinder gefallener Kameraden. Auch das Kind im Manne kommt zu seinem Recht. Kunstwerke von Soldatenhand. Die Heimat begeht im Schutze einer starken Front die vierte Kriegsweihnacht.
Künstlerinnen und Künstlerfrauen packen Feldpostpäckchen. Auch die Schuljugend hilft begeistert mit, wenn unseren Frontsoldaten eine Freude gemacht werden soll. Schwestern eines Soldatenheims an der Kanalküste bereiten Weihnachtsgaben für die Ostfront. Die Jüngsten basteln eine Überraschung für den Vater im Felde. Weihnachtsvorabend in einem Lazarett. Glocken läuten das Weihnachtsfest ein. Ihr Klang bringt über Länder und Meere unseren Soldaten an allen Fronten die Grüße der Heimat.